wie Anton Schmaus die Mannschaft zum Europameistertitel kocht. Hallo, ich bin Karl-Philipp Mönnig. Ich studiere momentan BWL mit dem Schwerpunkt Tourismus an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Und ich habe heute den Koch und Gastrounternehmer Anton Schmaus zu Gast, der demnächst mit unseren Jungs nach Seefeld in das EM-Trainingslager fahren wird. Herzlich willkommen, Anton. Freut mich sehr. Hallo, du bist ja jetzt mittlerweile seit ja knapp 4 Jahren kochst du regelmäßig beim DFB. Wie ist es dazu gekommen? Wie wird man ja Koch der deutschen Nationalmannschaft? Eigentlich der Ausgangspunkt war ein Abendessen beim damaligen Physiotherapeuten der Nationalmannschaft, Klaus Eder. Wir waren dort eingeladen, meine Frau und ich. Holger Stromberg hat nach 10 sehr erfolgreichen Jahren seine Rolle aufgegeben als Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und dann hat mich Klaus Eder gefragt, hey, hättest du nicht Lust, Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft zu werden? Und ich so, ja, natürlich. Und habe mir eigentlich nichts dabei gedacht, was da auf mich zukommt. Und dann kam eins zum anderen. Oliver Bierhoff hat bei mir angerufen. Wir haben uns eigentlich sehr gut verstanden. Wir haben dann auch relativ schnell den Rahmen abgesteckt und haben gesagt, okay, wir schauen mal den Confederations Cup an als Probelauf. Und danach wird entschieden. Und der Confed Cup ist ja bekanntermaßen sehr, sehr gut gelaufen. Und das war dann eigentlich mein Startschuss beim Deutschen Fußballbund. Perfekt, das klingt ja sehr, sehr interessant. Wie kann ich mir das vorstellen? Weil Sie haben ja mittlerweile 3 sehr erfolgreich laufende Restaurants in Regensburg, die Sie betreiben. Wie ist das, wenn Sie jetzt gerade länger unterwegs sind mit dem Team, vielleicht auch im Ausland sind? Wie schafft man das, beides unter einen Hut zu bringen? Oder wie kann man sich das vorstellen dann? Das ist natürlich schon so. Das war eine größere Umstellung fürs komplette Team. Vor allem 2017, 2018, bis sich das mal eingelaufen hat. Wissen wir auch mal, also der Chef ist nicht da, was machen wir dann, wenn? Mittlerweile haben wir natürlich schon sehr gute Abläufe auch gefunden. Ich habe Gott sei Dank ein sehr, sehr stabiles Führungskräfteteam. Das heißt, also die Leute haben eigentlich nicht gewechselt seit 2017. Es hat viel auch mit Kommunikation zu tun, mit interner Kommunikation, wie gestaltet man, jeder muss wissen, was zu tun hat. Es geht darum, auch ein vernünftiges Organigramm zu haben, dass alle einfach Bescheid wissen, was ist ihre Aufgabe, was ist nicht ihre Aufgabe. Also gibt es schon also viele Dinge, die wir dann so im Laufe der Zeit implementiert haben ins Unternehmen, und darum bin ich eigentlich jetzt auch ganz entspannt, wenn ich weg muss. Genau, meine Frage, weil Sie hatten ja schon gesagt, Ihr Team bleibt natürlich dann vor Ort in den Restaurants, mit denen Sie sonst zusammenarbeiten, die Kollegen. Wie ist das dann, wenn Sie mit dem Team, mit der Nationalmannschaft unterwegs sind? Wer unterstützt Sie da, wenn Sie da Ihre Kollegen zu Hause lassen? Wer hilft Ihnen da in der Küche bei der Zubereitung? Also generell ist bei der Nationalmannschaft bin eigentlich meistens ich alleine. Das heißt also, ich komme in das Hotel, in dem wir übernachten, in dem wir bleiben über die Zeit, und arbeite da mit dem Hotelteam zusammen. Jetzt natürlich bei einer Europameisterschaft, bei einer Weltmeisterschaft ist es schon sinnvoll und auch wichtig, dass ich auch ein kleines Team dabei habe. Und in dem Fall mein Kollege Felix Marquardt, seines Zeichens Executive Head Chef aus dem Park Hyatt in Hamburg, der begleitet mich jetzt schon seit 4 Jahren immer wieder auf Turniere oder auch bei manchen, ich sag mal, schwierigeren Reisen ins Ausland, damit wir da auch immer zu zweit sind. Und wie ist das, wenn Sie dann sagen, Sie sind natürlich gerade in den Hotels, natürlich viel tätig mit Vor- und Nachbereitung sicherlich. Wie kann man sich das vorstellen? Sind Sie dann, ist es der normale Alltag, wie man ihn sonst aus dem Restaurant auch kennt? Oder haben Sie auch die Möglichkeit, von dieser ganzen Atmosphäre, diesem Fußballfieber was mitzubekommen? Also ist ganz klar, ich bin natürlich sehr, sehr nah dran an der Mannschaft, durch das, dass ich ja auch 4-mal am Tag für die Jungs koche. Da habe ich schon eine sehr enge Beziehung, und ich bekomme natürlich schon auch eigentlich alles mit, also von himmelhoch jauchzen bis zu Tode betrübt. Also eigentlich im Prinzip dieses ganze Spannungsfeld auch, was ist vorm Spiel, was passiert, wenn der Spieler nicht aufgestellt ist, oder was passiert, wenn der Spieler jetzt schon weiß am Tag vorher, dass er am nächsten Tag spielen muss. Aber was würden Sie so sagen, Ihre größte Umstellung, wenn Sie nicht im Restaurant tätig sind, sondern eben mit der Mannschaft dann unterwegs? Ja, unterwegs heißt natürlich auch immer keine feste Homebase haben, und das macht es natürlich schon auch kompliziert. Also man kommt immer wieder in ein neues Hotel. Jetzt bei dieser EM sind wir zumindest die ersten 3 Spiele, ja, wir sind ja immer in Herzogenaurach und reisen dann zum Spiel nach München. Das heißt, wir sind 3-mal im gleichen Hotel. Das macht es jetzt zumindest in der Vorrunde deutlich entspannter.
Aber es macht es natürlich dann deutlich unentspannter, wenn wir dann im Achtelfinale nach Dublin müssen oder nach Baku oder im Viertelfinale dann nach Rom oder nach Bukarest und so weiter. Also da gibt es ja verschiedene Planspiele, die da auch, die da auch sind. Und dann ab Halbfinale in London. Das heißt, also wir haben schon auch wieder, also das ist eigentlich die größte Herausforderung, sich immer wieder auf ein neues Hotel einzustellen, den Qualitätsstandard durchzusetzen, egal wo wir sind, ob wir jetzt in Bukarest sind oder in, ich sag mal, oder in Deutschland. Und es muss immer das gleiche Level sein. Und manchmal bekommt man die Produkte nicht oder hat die Produkte nicht da. Und dann muss man wieder improvisieren. Also das reibt einen schon sehr auf. Und Sie kümmern sich auch wirklich um alles. Also Sie sind ja dann scheinbar nicht nur Koch, sondern Sie kümmern sich darum, um die Beschaffung der Produkte, dass das alles sichergestellt ist, dass die Qualität stimmt. Machen Sie das Sie im Voraus oder wird das sozusagen organisiert? Oder sind Sie da auch noch mit eingebunden, das sicherzustellen, dass wirklich die Produkte gut und auch hochwertig sind? Ja, man versucht natürlich im Vorfeld so viel wie möglich abzuklären, aber wir sind halt nicht überall, Deutschland ist nicht überall, sondern es ist einfach, es kann halt einfach in Baku oder auch in Minsk oder wo wir jetzt überall schon waren, ist es, oder in Kiew, ist es halt einfach nicht alltäglich Hafermilch zu besorgen oder Sojajoghurt oder, also gibt es ja viele verschiedene, viele Produkte, die vielleicht einfach dort nicht gängig sind, weil es dort noch keinen Markt dafür gibt. Und dann muss man halt schon schauen, wo kriegt man das auf die Schnelle her. Und also man kann den Hotels viel Vorgaben machen im Vorfeld, aber ob dann alles da ist, ist immer ein Glücksspiel und darum kann man nur versuchen, so gut wie möglich im Vorfeld zu organisieren. Und Sie haben schon angesprochen, klar, die verschiedenen Gerichte, die Anforderungen. Was ist denn, wenn Sie sagen, die Fußballer dürfen sich was wünschen, unabhängig von Kalorien und irgendwelchen Vorgaben? Was wird denn am liebsten gegessen oder was ist so das, was es im Fall eines Sieges abends dann bei der Party vielleicht zu essen gibt? Sie meinen nach dem Europameisterschaftsfinale? Zum Beispiel, oder? Genau. Also wenn man wirklich nicht mehr. Ich denke, in solchen Momenten ist alles erlaubt. Also, und das ist dann auch vollkommen okay. Sie müssen sich aber jetzt vorstellen, jetzt beim Turnier, wir haben alle 3 Tage das Spiel, da ist natürlich auch, selbst wenn ich jetzt gewinne, selbst wenn wir das erste Spiel gegen Frankreich gewinnen, haben wir trotzdem in 3-4 Tagen wieder das nächste Spiel. Ja. Das heißt, also da ist kein Raum, dass man jetzt sagt, okay, ihr dürft hier alles essen, was ihr wollt. Also das bringt nichts. Also nach dem Spiel ist vor dem Spiel und da ist tatsächlich diese alte Weisheit, zählt da schon und da fängt die aktive Regeneration wieder an und wir haben tatsächlich einfach auch 2 brettharte Gegner und da wird auch nach dem Frankreich-Spiel jetzt das Ganze nicht eskalieren. Dann, Herr Schmaus, ich bedanke mich recht herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für die EM, für das Trainingslager und ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie da noch lange unterwegs sind mit dem Team. Hoffe ich auch. Wenn wir schon hinfahren, wollen wir auch gewinnen. Ne? Genau, so sieht es aus. Alles Dankeschön. Gute für die. Vielen Dank. Gute Zeit. Tschüss. Tschüss.